Hi Leute, ja, es geht los. Wir machen uns langsam startklar zu unserer großen Fahrt nach Italien, zum Marina di Venezia. Und logisch, habe ich ja jetzt schon ein paar Mal angekündigt, ich nehme euch natürlich wieder mit. Ihr könnt gerne zuschauen, mal schauen, was uns jetzt alles auf der Fahrt begleitet. Ich wünsche euch bei diesem Video und bei allen Reisevlogs, die jetzt kommen werden aus Italien, viel Spaß beim Zuschauen. So, jetzt kommen die Außenspiegel dran, die Zusatzspiegel. Da wird es jetzt wirklich langsam ernst. Ne? Und wie ihr es vielleicht seht, ne, das sind jetzt die E-Muck passend jetzt hier für den Touran. Alles nagelneu, weil ich sag's euch Leute, wie es ist. Das ist die Jungfernfahrt. Wir hatten wirklich an diesem Fahrzeug den Wohnwagen noch gar nicht dran gehabt. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, den Multivan, den VW-Bus, den gibt es ja nicht mehr. Und jetzt ist auf jeden Fall ja, der Touran, der VW Touran, unser neues Zugpferdchen. Ich bin mal gespannt. Ja, bestimmt der ein oder andere von euch hat ja auch in der Gespannkombination den Touran wahrscheinlich als Zugfahrzeug. Wie gesagt, wir hatten es noch nicht ausprobiert. Ich bin wirklich mal gespannt, wie er sich verhält. Aber normalerweise, das ist der... Ach nee, Quatsch, ich wollte den Spiegel rausnehmen. Das ist der 2 Liter mit 140... Ja, mit 140 PS. Also normalerweise, sage ich mal, müsst ihr der Wohnwagen da mit seinen 1500 Kilogramm müsste eigentlich passen so in der Kombination. Aber wie gesagt, ich bin immer gespannt. Und ja, ich sage, ach so, das wollte ich jetzt auch noch sagen. Wir fahren jetzt noch nicht gleich in den nächsten 5 Minuten los. Nur das wird, ja, jetzt im Moment ist zumindest noch ein bisschen hell, weil ich glaube, bis wir loskommen, wir warten jetzt noch auf einen Teilnehmer, der kommt nämlich jetzt danach erst an, von denen nehmen wir Gepäck mit. Ich hatte es ja gesagt, wir sind zu siebt. Leute, das wird wild. Naja, aber wild ist es ja bei uns immer, wenn wir in Italien sind, weil da sind wir ja immer mit vielen Leuten unterwegs. So Patchwork-mäßig. Ich sage, wenn wir all unsere Kinder, darf ich nicht sagen, weil das sind ja auch schon über 18 zum Teil. Also wenn da alle dabei sind, dann wird das halt einfach ein Mods-Event. Was ich aber eben gerade noch sagen wollte, oder wir gehen vielleicht mal rein, genau. Können ja mal reingehen in den Wohnwagen. Die Kamerafrau hat hier natürlich die letzten Tage wirklich alles ja, super ordentlich gemacht. Geputzt, getan und ja, natürlich auch schon die Schränke eingeräumt. Weil, das wollte ich euch nämlich jetzt auch noch erzählen, ganz interessant. Wir haben heute Donnerstag. Normalerweise war es bei uns so geplant, weil jetzt nochmal auf die 7 Personen zu kommen, die bekommen wir natürlich im Touran nicht alle unter. Deswegen fahren wir nur zu dritt heute los. Und der Rest kommt dann via Flugzeug, kommt danach. Und ich sag's euch jetzt, muss ich euch nämlich auch erzählen. Wir haben heute Donnerstag. Also der Rest kommt am Samstag mit dem Flugzeug zum Flughafen Venedig, also Marco Polo. Und wird dann so irgendwann, ja, nachmittags, weil sie kommen ja dann mit dem Bus dann das letzte Stück zum Campingplatz rausgefahren. Die werden dann erst so am Nachmittag bei uns einlaufen. Wir rechnen so 16, 16.30 Uhr mit denen. Und normalerweise war es so geplant, dass wir freitags losfahren, vormittags. Und dann, ja, gut, eine Nacht natürlich, wenn wir nicht mehr auf den Platz kommen, bis wir dort sind. Da ist der Campingplatz natürlich schon geschlossen. Aber dann hatten wir uns gedacht, dass wir dann Samstag früh vielleicht gleich drauf kommen und so ein bisschen aufgebaut haben, bis dann der Rest dann ankommt. Jetzt ging uns aber ehrlich gesagt die ganze Zeit schon die Flatter, weil wir gedacht haben, alter Schwede, wir haben von so vielen gehört, auch in Marina-Gruppen und so weiter, dass da natürlich wieder die Hölle los ist. Die Wattewiesen, die Wattebereiche sind auch wieder voll. Also wir gehen davon aus, dass wir vielleicht doch so einen Tag draußen warten müssen und so, wie wir es ursprünglich geplant haben, gar nicht drauf kommen. Jetzt durch einen günstigen Umstand, ist jetzt auch egal, warum und weshalb, aber durch einen günstigen Umstand können wir jetzt doch schon heute Donnerstag fahren. Haben sie jetzt natürlich tagsüber jetzt nicht gepackt, aber weil es jetzt alles ein bisschen kurzfristig war, wir wollen jetzt auf jeden Fall Donnerstag Nacht später dann, ich gehe mal davon aus, so nach 22 Uhr, 23 Uhr sowas, wollen wir losfahren. Wir werden uns auch auf der Fahrt ein bisschen abwechseln.
Vielleicht kommen wir dann sogar in einem Rutsch durch, sodass wir dann ja Freitagvormittag schon am Marina di Venezia ankommen. Und um da einfach ein bisschen mehr Spiel zu haben, dass wir es auf jeden Fall packen, bis Samstag drauf zu kommen. Aber ich weiß es nicht, Leute, drückt uns die Daumen, dass der Plan so aufgeht. Und ja, dass wir da nicht ewig draußen warten müssen. Gut, ja, jetzt laden wir auf jeden Fall alles noch ein. Ich sage ja, und dann geht's auch los. Aber wenn ich mich das nächste Mal melde, wird es mit Sicherheit dann schon dunkel sein. Mal schauen. Ja, von wegen das nächste Mal, wenn ich mich melde, ist es dann dunkel. Ganz im Gegenteil, die Sonne geht gerade langsam auf. Ja, es kommt halt doch immer ein bisschen anders, als man manchmal denkt und manchmal plant. Wir sind natürlich nicht so um 22 Uhr, 23 Uhr losgekommen, wie wir gedacht haben. Es war dann doch, glaube ich, kurz vor eins, als wir losgefahren sind. Da war es dann schon dunkel gewesen, aber ja, wir sind dann gestartet und sind jetzt kurz vor München. Also wir sind kurz vor München und ich muss ehrlich sagen, ich war dann schlags kaputt gewesen und habe mich jetzt gerade mal für ein Stündchen hingelegt. Und jetzt geht's aber weiter, weil Leute, wenn ich merke, dass ich müde werde, dann fahre ich auch mal einen Parkplatz raus und nehme ja mal wirklich auch eine Mütze voll Schlaf, bevor da irgendwas passiert. Aber wie gesagt, wir sind eigentlich trotzdem noch ganz gut in der Zeit, weil es ist jetzt kurz nach 6 Uhr. Das heißt, wir wollen jetzt auf jeden Fall an München vorbeikommen, ne? dass es mal langsam vorwärts geht. Ja, das ist unser Weg. Und damit hätten wir ja zumindest mal das erste Etappenziel, so will ich es jetzt mal nennen, erreicht. Wir sind in Österreich. Ja, und weil ich es jetzt hier gerade sehe, letzte Möglichkeit zum Kauf von einer Vignette für Österreich, für die Autobahngebühr. Wir haben uns ja da im Livestream drüber unterhalten mit dem Stefan. Der hat mich ja drauf gebracht, dass es ja jetzt auch für Österreich diese E-Vignette gibt. Habe ich ja dann auch später in meinem letzten Video, wo ich mal so überhaupt das Thema Maut behandelt habe, habe ich da ja auch kurz was dazu gesagt. Muss ganz ehrlich sagen, haben wir jetzt das erste Mal selber ausprobiert. Geile Geschichte. Wir konnten jetzt hier auf der Fahrt gerade uns online quasi so eine E-Vignette buchen und somit Kennzeichen ist jetzt hinterlegt. Bei einer Kontrolle haben wir das dann entsprechend als Zertifikat, dass wir diese E-Vignette besitzen. Haben natürlich gleich eine genommen für 2 Monate. Die hat gekostet 38,40, war günstiger gewesen, als wenn wir jetzt zweimal eine 10-Tages-Vignette gekauft hätten. Und ja, wie gesagt, ist eigentlich eine geile Geschichte, weil damit nicht aussteigen, kein Pickerl kaufen oder in die Scheibe kleben. Fühle ich. Ja, und weil wir es ja eben gerade hatten von der E-Vignette, wir fahren jetzt gerade auf die Mautstation vom Katschbergtunnel zu. Beim Katschbergtunnel ist es natürlich jetzt so, dass ja nochmal eine separate Streckenmaut, die da erhoben wird. Aber auch diese kann man schon im Vorfeld digital online bezahlen. Das haben wir jetzt auch mal eben gemacht. Also hier ist nämlich gerade ein bisschen Stau. Und da dachte man, ach komm, das versuchen wir jetzt noch. Also das hat wirklich jetzt auch von der Zeit her, von der Buchung gereicht, dass wir das jetzt hier in den 5 Minuten, die wir jetzt anstehen mussten, bis jetzt, hat es geklappt. Und angeblich, das seht ihr ja hier oben auf den Schildern, bei jeder Schranke ist ja auch die digitale Streckenmaut möglich. Und jetzt bin ich gleich mal gespannt, wenn wir da an die Schranke fahren, ob die dann wirklich automatisch aufgeht und unser Kennzeichen erkannt wird. So Leute, es wird spannend. Einer ist vor uns. Mal gucken, ob der bezahlen muss. Nee, also bei dem geht die Schranke auch schon automatisch auf. Und jetzt bin ich mal gespannt bei uns. Jawohl, geht auch auf. Also, hat geklappt. Geile Geschichte. Also muss ich wirklich sagen,
geile Geschichte. Wenn das wahrscheinlich jeder hätte, wird es natürlich auch tatsächlich ein bisschen schneller gehen hier an den Mautstationen. Bella Italia, nächste Etappenziel in einem Kilometer. Guck mal, bis wir bei der Grenze sind, guck, film doch mal da drauf gerade. Also laut Navi nach 600 Metern haben wir noch 200, ja, 224 Kilometer bis Marina di Venezia. Also 15.19 Uhr wäre Ankunft. Ja, wenn alles frei ist, könnten wir gerade drauf, wäre nach der Mittagspause. Ne? So, lassen wir uns mal überraschen. Also, wir haben eben gerade schon gelesen in der Marina-Gruppe, dass die Wartewiese, der Wartebereich wohl ziemlich voll ist. So, hier an der Seite war eben gerade schon das Schild, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, sind jetzt schon in Italien. Jawohl. So, und wir nähern uns langsam unserem Ziel. Wir haben noch 20 Kilometer. Da vorne sieht man jetzt schon die Häuser vom Lido de Cesolo. Und wie oft wir hier, wir haben gerade gesagt, wie oft wir hier jetzt schon entlang gefahren sind. Man kennt hier wirklich jede Ecke. Lido de Cesolo lassen wir dann jetzt hier so links liegen. Fahren dann noch weiter die Lagune raus und dann, jo, dann kommen ja etliche Campingplätze. Der Marina di Venezia ist ja so einer von den letzten, sage ich mal. Also wir sind ganz am Ende der Lagune. Und die Spannung steigt jetzt langsam, wie wohl die Platzbelegung ist. Ja, auf die Wartewiese werden wir mit Sicherheit drauf fahren müssen, aber wie stark ist die belegt, kommen wir heute noch drauf. Wir haben jetzt, ja, Ankunftszeit laut Navi ist 16 Uhr. So, und diese Allee, ne, Casavio haben wir jetzt schon hinter uns gelassen. Ich glaube, so der letzte Ort. Und diese Allee jetzt hier so entlang, und man weiß, jetzt geht es gleich links, geht es dann zum Marina. Und es ist nichts los. Also nochmal, Leute, wir haben jetzt, warte mal, Blick auf die Uhr, 16.02 Uhr. Und wir hatten wirklich die ganze Zeit nirgendwo Stau oder irgendwo mal, ja, was weiß ich, bisschen stärkeren Reiseverkehr, überhaupt nichts. So, da vorne geht es jetzt links rein. Also wir sind super durchgekommen, wollte ich damit sagen. Und ich bin jetzt, ja, ich gebe es zu, ich bin ein bisschen aufgeregt. So. Marina di Venezia, Camping Village, da geht's rein. Und es ist wirklich, das mag sich total bekloppt anhören, aber wenn du so viele Jahre hierher kommst, das ist so ein bisschen wie Heimkommen. Ne? Es ist wirklich ein bisschen wie Heimkommen. Die einzigen Reisemobile oder Wohnwegen, die sind uns eigentlich nur entgegengekommen, auch hier auf dem letzten Stück. Also es ist auch keiner hinter mir, zwei PKWs hinter mir. Also von der Warte aus müssten wir jetzt eigentlich da vorne gleich direkt durchfahren. Ist noch alles so, wie es war. Na guck, da reißt auch wieder einer ab von Marina di Venezia. Macht auch wieder einen Platz frei. Und ich glaube, ich habe es im letzten Video auch gesagt, wo da haben wir ja, glaube ich, auch die Zufahrt so aufgenommen, also Reisevlogs von 2021. Wenn man hier dann halt so jetzt um die Kurve kommt und fährt dann da vorne auf, ja, den Eingangsbereich von Marina zu. Ist der Hammer.
So, drückt uns die Daumen. Aber wie gesagt, brauchen wir uns eigentlich nichts vorzumachen. Wir müssen hundertprozentig auf die Wartewiese. Normalerweise hält man jetzt hier an. Man braucht eigentlich gar nicht rüber zu fahren, weil das Personal, das Staff, kommt dann auf einen zu. Ja, die geben schon Zeichen. Schon mal das Fenster runter. Ja, alle schwer beschäftigt. Ciao, hallo. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Haben Sie gebucht? Nein, wir haben nicht gebucht. Und wir wollen nicht auf die Wartewiese. Wir wollen jetzt gleich direkt rein, wenn es geht. Witzig, ne? Geil. Ja, ihr habt mit Sicherheit, ja klar, wir. Haben Sie einen Hund dabei? Nein. Also im Moment, ja, wir sind voll. Wir haben 10 Familien, die warten auf der Wiese. Ja, klar. Auf jeden Fall ist der Mindestaufenthalt von 7 Nächte. Wir wollen 4 Wochen bleiben. Wenn Sie möchten, ich kann Ihnen gerne die Wartenummer geben. Ja, klar, natürlich. Da haben Sie keinen Strom. Ich weiß. Sie dürfen nicht rein, bis Sie einen Stellplatz kriegen. Wir kommen jedes Jahr. Okay, ich weiß, ja klar. Nein, weiß, ja, wissen wir, kennen wir aus. Deswegen, uns war auch klar gewesen, weil wir auch in der Marina-Gruppe drin sind, dass wir jetzt erstmal auf die Wartewiese. Okay. Meinen Sie, das wird heute noch was? Heute noch. Heute eher schlecht, ne? Wahrscheinlich. Okay. Na ja, gut, alles gut. Ich kann es Ihnen nicht garantieren, dass Sie morgen einen Stellplatz kriegen können, aber wahrscheinlich. Ich sag, Julia hat uns versprochen, dass wir morgen drauf dürfen. Nein. Alles klar. Können Sie bitte diese Nummer hier vorne legen? Ich Alles klar. Meine Kollegen, nein, ich muss immer beim Auto genau. Im Wagen bleiben, ist klar. Um Ticket zu machen. Genau. Sie dürfen nicht den Stellplatz selbst aussuchen, aber wir begleiten Sie zum Platz. Ist klar. Was okay. Frei wird, ne? Genau. Nee, klasse. Okay, Sie können auch okay. Fahren. Dankeschön. Eine schöne Aufenthalt. Danke. Danke. Dankeschön. Das stimmt wirklich. So, ihr habt es jetzt gerade vielleicht gehört aus dem Back, Backoffice ist es ja nicht, nee, also hier aus dem Fond des Fahrzeuges. Die sind hier alle sehr nett, wurde da gerade gesagt. Und das ist halt wirklich so, die sind alle super nett. So, jetzt könnt ihr die Fenster gleich unten lassen. Boah, sieht doch. Das hat man echt schon mal voller. So, also wir lassen die Kamera jetzt einfach laufen, weil ich möchte euch das ja alles zeigen, wie dann so das alles hier abläuft. Das ist jetzt der Wartebereich 1. Die hat gerade gesagt, der Wartebereich 2 ist überhaupt nicht belegt im Moment. Und Leute, ehrlich, das hatten wir schon viel, viel voller gehabt. Und also ohne Flachs brauchen wir uns nichts vorzumachen. Wir sind morgen, definitiv morgen früh auf dem Platz. So, wo soll ich rein? Erste Reihe? Ja, das ist ja gut. Guck mal, wir sind jetzt erste Reihe, fahren gleich bis vor. Und dann sind wir die Nächsten, die, wenn noch heute jemand abreist. So machen wir es. Das wird jetzt hier unser Plätzchen, Übernachtungsplätzchen. Gut. Leute, wir sind da. Wir sind da nochmal fürs Protokoll, also mit dem Einchecken, mit dem Prozedere. Ja. Wir haben jetzt 16.10 Uhr. 16.02 Uhr waren wir, glaube ich, vorne, habe ich gesagt. Ne? So ist es. Ich bin da. Ich freue mich. Alles klar. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle noch nicht, weil es fahren wirklich auch abends noch welche. So unsere Erfahrung, das können die natürlich einen nie versprechen, das ist ja klar. Aber ich gehe nicht davon aus, aber es könnte natürlich durchaus sein, dass wir heute noch draufkommen. Also entweder melde ich mich jetzt gleich nochmal, wenn wir heute noch draufkommen, oder ich verabschiede mich natürlich nochmal von euch, wenn wir es heute nicht packen. Und dann gibt es die Ankunft auf dem Platz dann im nächsten Video. Aber warten wir mal ab. Alles klar, angekommen. Leute, ich melde mich jetzt nochmal vom Wartebereich. Aber ihr habt es gerade eben gesehen, wir haben den Aufkleber im Auto. Es ist 18.14 Uhr. Das heißt, wir haben jetzt,
Grunde 2 Stunden gewartet und jetzt dürfen wir noch auf den Platz. Es gab jetzt 2 Plätze, die wir uns hätten aussuchen können. Der eine lag in dem Bereich, wo wir sonst auch immer sind. Deswegen haben wir gesagt, in den Bereich möchten wir gern. Und ja, also der eine, der jetzt hier noch vor uns steht, ich habe ja gesagt, wir waren auf... ich habe es auf Insta gepostet, dass wir auf Platz 2 waren, weil der ganze andere Schwung, den man so am Anfang hier gesehen hat, auf dem Wartebereich, der ist dann abgefahren, die kamen dann alle noch drauf, also ich sage mal in der ersten Viertelstunde, wo wir hier waren, und dann waren wir auf Platz 2, gut, dahinter stehen jetzt wieder ein bisschen welche, aber das ist ja hier ein ständiges Kommen und Gehen, und da habe ich schon gesagt, ich glaube, wir kommen heute noch drauf, weil auf Platz 2 muss ja funktionieren, und ja, wie gesagt, jetzt geht's los. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, hinter uns sind noch 1, 2 weitere mehr. Das heißt, es sind also jetzt wieder auf dem Schlag mit uns 4 Stück, die noch drauf kommen. Ich behaupte nach wie vor, man braucht nicht zu reservieren, weil man dann doch relativ zügig drauf kommt. Ist alles noch genauso, wie wir es kannten, ne? Hier drin. So. Euer Stellplatz ist hier rein. Rechte Seite, zweite. Rechte Seite, zweite. Alles klar? Okay. Dann super, vielen Dank. Ciao. Ciao. Danke. So Leute, ja, was ist gestern noch passiert? Ich sage gestern, weil wir haben einen neuen Tag. Wir haben noch in Ruhe aufgebaut. Wir haben wirklich, ja, zeige ich euch dann in einem anderen Reisevlog, nochmal einen schönen Stellplatz erwischt. Ich habe jetzt nur gestern dann nicht mehr gefilmt, weil... weil wir dann halt auch irgendwann mal fertig werden wollten. Aber ich wollte mich noch natürlich in dem ersten Reisevlog jetzt bei euch noch verabschieden. Ich hoffe natürlich, dass euch die Anfahrt mit uns ein bisschen Spaß gemacht hat. Auch die eigentliche Anreise hier am Marina di Venezia. Im nächsten Reisevlog gehe ich ein bisschen auf eure Fragen ein, weil die ein oder andere Frage hat mich schon erreicht. Und die behandeln wir dann. Da sind noch Fragen hier zu Marina di Venezia. Das behandeln wir dann noch. Also es werden einige kommen. Aber jetzt muss ich mich noch mal ganz kurz setzen, weil ich bin nämlich gerade allein. Meine Kamerafrau, die macht gerade vorne die Anmeldung. Und Leute, ich hatte es in dem Livestream, nee, das stimmt nicht im Livestream, sondern in dem Video zur Maut, hatte ich es ja schon gesagt. Dieses Jahr wollte ich hier so ein bisschen, so ein Reisetagebuch machen, also ein bisschen unser Leben hier auf dem Marina di Venezia. Und ich habe auch gesagt, so ein bisschen neues Konzept ist das ja. Ich kann es jetzt gerade sagen, weil meine Kamerafrau, wie schon gesagt, unterwegs ist. Ich sag's mal so, ich würde ganz gern natürlich auch, damit ich nicht immer so als Alleinunterhalter hier vor der Kamera stehe und euch dann hier ein Brötchen da ins Ohr drücke, würde ich natürlich gern vielleicht auch meine Kamerafrau ein bisschen mehr mit einbinden. Und ehrlich, sie weiß jetzt nichts davon, sie wird es dann wahrscheinlich erst im Video sehen, wenn ich es hochgeladen habe. Mein Gedanke war so, dass mir vielleicht meine Kamerafrau auch mal ein bisschen mehr vor die Kamera holen, ne? Dass sie nicht nur hinter der Kamera ist und mir ein bisschen hilft beim Filmen, sondern dass sie dann auch ein bisschen vor der Kamera ist. Wenn ihr darauf Lust habt, dann macht es doch einfach so. Vielleicht können wir sie damit auch ein bisschen überzeugen. Schreibt doch mal unten in die Kommentare. Also kann ich jetzt schon mal verraten.
Kamerafrau heißt mit Vornamen Anja, dann schreibt doch mal unten einfach in die Kommentare Anja und Daumen hoch zum Beispiel. Und dann sieht sie das ja, vielleicht überzeugt sie das ja, weil bis jetzt war es so ein bisschen kamerascheu gewesen. Aber wenn ihr mir helft, wird uns vielleicht das gelingen. Gut. Dann verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle bei euch, bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Mein nächster Reisevlog kommt auf jeden Fall, jetzt auch zu unregelmäßigen Zeiten, nicht immer erst am Freitag. Immer wenn ich was zusammen habe, dann bringe ich es raus. Wünsche euch alles Gute, vielen Dank nochmal, macht's gut, habe die Ehre, ciao.